Willi Herrens Todestag jährt sich zum ersten Mal. Am 20.04.2021 erschüttert eine Schocknachricht die deutsche Medienwelt. Der TV-Star Willi Herren verstirbt plötzlich. Leblos wird er damals in seiner Kölner Wohnung aufgefunden. Die Polizei schließt allerdings eine äußere Gewalteinwirkung aus. Der Mallorca-Sänger hinterlässt zwei Kinder und einen großen Freundeskreis, der ihn schmerzlich vermisst. Seine Tochter Alessia richtet an seinem ersten Todestag rührende Worte an ihn. Heute vor einem Jahr, am 20.04.2021, kam die Nachricht: Dein Papa ist nicht mehr da. Es zerriss mir das Herz. Für mich ist eine Welt zusammengebrochen. Keiner kann diesen Schmerz, den ich fühle, dieses Leid, das ich in mir habe, diese Qual, die mich zerreißt, so sehr verstehen, sehen und spüren wie du, Papa. Auch Willis Witwe Jasmin Herren kämpft mit der Trauer um ihren geliebten Mann. In Gedenken an ihn teilt sie jetzt ein emotionales Video mit etlichen Fotos aus seinem Leben und der gemeinsamen Zeit. Ihm zu Ehren plant die 43-Jährige eigentlich eine große Gedenkfeier, entscheidet sich aber noch einmal um und sagt die Veranstaltung ab. Ich kann jederzeit gedenken, das kann ich zu Hause machen und jeder von euch auch. Ich möchte lieber positiv in eine neue Zukunft starten. Vor dem Todestag ihres Mannes fürchtet sich Jasmin zwar sehr, aber sie will den Tag nicht alleine verbringen. Ich denke, dass ich mich mit ein paar Fans treffen werde und gemeinsam tut das, glaube ich, gut, den Tag zu verbringen. Willis Leben ist geprägt von Freude, Liebe und Lachen und von zahlreichen TV-Auftritten. Seine Karriere beginnt damals mit seiner Rolle in der Soap Lindenstraße und weiteren kleinen Gastrollen. Aber auch im Reality-TV fasst der zweifache Vater Fuß. Er nimmt unter anderem bei Promi Big Brother teil oder belegt im Dschungelcamp den dritten Platz. Gemeinsam mit seiner Frau beweist er außerdem bei Temptation Island VIP seine Liebe. Auf dieser Reise lernt er zahlreiche Menschen kennen, die ihren Kumpel und Kollegen jetzt schmerzlich vermissen. Auch Reality-Bekanntheit Calvin Kleinen ist nach Willis Ableben bestürzt. Und noch immer fällt es ihm schwer, die gemeinsamen Folgen von Temptation Island mit seinem Freund zu schauen. Ihn trifft der plötzliche Tod sehr. Ich kann kaum in Worte fassen, wie sehr mich diese Nachricht getroffen hat. Niemand stand so hinter mir, als es in der Öffentlichkeit nicht gut stand. Niemand hat mich in dieser Zeit so verteidigt. Dieser Tag ist wohl ein schwerer für alle, die Willi zu Lebzeiten nahestehen. Sowie für die Fans des Strahlemanns. Aber die Erinnerung an den guten Freund und liebenswürdigen Gefährten ist auf ewig erhalten. Und Willi ist und bleibt unvergessen.